Die herkömmlichen Festplatten sind langsam, die schnelleren SSDs teuer, daher setzt man normalerweise auf eine Mischung aus beiden Speichermedien, sprich eine eher kleine SSD für das System und die Programme plus eine große HDD als Massenspeicher für Spiele, Filme und so weiter. Es gibt aber eine Möglichkeit, mit der man für relativ wenig Geld im Endeffekt viel schnellen Speicher bekommt. Das Stichwort ist Intel Optane Memory. Wie das Ganze funktioniert und ob es einem System mit SSD wirklich das Wasser reichen kann, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Zuerst möchte ich mich einmal bei Intel bedanken, die mir die entsprechende Hardware für dieses Video bereitgestellt haben, damit wir die Technik auf Herz und Nieren prüfen können. Das Testsystem besteht aus dem Intel i7-8700, 8 GB RAM mit 2666 MHz, dem 32 GB großen Optane Memory Modul und aus einer normalen 3,5 Zoll 1 TB Festplatte. Die weiteren Komponenten sind für dieses Video eher uninteressant, darum verlinke ich sie euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Fangen wir erstmal ganz vorne an, und zwar mit der Frage, was Intel Optane Memory überhaupt ist bzw. kann. Das Modul hat den üblichen M.2 2280 Formfaktor und wird per PCI Express 3.0 angebunden, benötigt werden dafür zwei Lanes. Die Aufgabe dieses Speichers ist es, die Performance einer herkömmlichen HDD auf das Niveau einer SSD anzuheben und somit das gesamte System vom Bootvorgang bis hin zum Start von Programmen oder auch Spielen zu beschleunigen. Das Modul stellt dabei eine Art Brücke zwischen dem Prozessor und der Festplatte dar und dient im Endeffekt als schneller Zwischenspeicher. Das Teil analysiert, welche Programme man wann und wie häufig verwendet und lädt dann intelligent benötigte Daten in den Cache. Laut Intel wird die Systemperformance bei alltäglichen Aufgaben verdoppelt. Browseranwendungen sollen bis zu 5-mal schneller laden und Spiele bis zu 67% schneller starten. Ob da etwas dran ist, werden wir natürlich gleich testen. Wenn es aber stimmt, erhält man auf jeden Fall eine SSD-ähnliche Geschwindigkeit, hat dabei aber die große Speicherkapazität einer Festplatte und das ohne enorm viel Geld für eine riesige SSD auszugeben. Aktuell funktioniert diese Technik mit der 7. und 8. Generation der Intel Consumer CPUs. Außerdem muss das Mainboard das Ganze unterstützen und entsprechend natürlich auch einen M.2 Slot bieten. So viel erstmal zur Theorie, jetzt wechseln wir in die Praxis und schalten den PC erstmal an. Los geht es dementsprechend mit dem Bootvorgang und wenn man die Ladezeit vor der Einrichtung des Moduls gewohnt ist, ist man definitiv überrascht. Die Zeit wird nämlich fast halbiert, von 29 auf 16 Sekunden und liegt damit auch extrem nah an einer echten SSD. Auch nach dem Hochfahren fällt direkt auf, dass alles deutlich schneller abläuft. Anwendungen aus dem Autostart sind ruckzuck geöffnet und die gesamte Navigation in Windows läuft viel flotter. Das merkt man eigentlich echt an jeder Ecke, egal ob es um das Aufrufen bzw. Durchklicken des Explorers geht oder zum Beispiel um das Aufrufen des Startmenüs. Bei Programmen merkt man riesige und definitiv SSD-ähnliche Unterschiede. Sogar beim Starten von Firefox gibt es eine Differenz von 4 bis 5 Sekunden und das ist ein ziemlich kleines Programm. Word 2017 zum Beispiel lädt auf der HDD stolze 19 Sekunden, mit dem Optane Memory Modul nur noch 6 Sekunden. Das Suchen einer einfachen Bilddatei, die ich in einem Programmordner versteckt habe, hat ohne Optane fast 3-mal so lange gedauert, obwohl gar nicht viel auf diesem System installiert ist. Also ich muss bisher ehrlich zugeben, dass ich schon etwas beeindruckt bin und das so nicht erwartet. Hatte. So ein paar Sekunden klingt teilweise vielleicht nach nicht viel, aber da sich das eben durch das ganze System zieht, ist die gefühlte Performance schon wirklich weitaus höher. Viele von euch sind Gamer und Spiele liegen meistens auf einer HDD, selbst dann, wenn man eine SSD für das System hat, einfach weil hierfür eben viel Speicherplatz benötigt wird. Zwar ist mit keinem FPS-Zuwachs zu rechnen, also genau wie es auch bei einer SSD nicht der Fall ist, aber was Ladezeiten angeht, profitiert man auch hier von dem Modul. PUBG zum Beispiel benötigt anstatt 50 Sekunden nur noch 25 Sekunden, bis man loslegen kann. Und auch weitere Wartezeiten, wie zum Beispiel beim Beitreten vom Hauptmenü auf den Server, werden verkürzt. Der Unterschied ist nicht so groß wie beim Starten des Spiels, aber man spart sich halt erneut ein paar Sekunden. Ich habe das mit vielen Spielen ausprobiert und dieses Verhalten lässt sich durchgehend beobachten, also immer ein deutlich beschleunigter Start und ein akzeptabel beschleunigtes Laden von zum Beispiel einem Spielstand. Abschließend schauen wir noch einmal auf den Speedtest, der mit sehr hohen Leseraten, extrem hohen 4K-Werten und akzeptablen Schreibraten abgeschlossen wird. Im Vergleich zur HDD sieht man hier auch nochmal ganz gut die Unterschiede, wichtig sind die eben angesprochenen 4K-Ergebnisse, dabei geht es um das zufällige Laden von kleinen Dateien, wie es beim System- und Programmstart größtenteils passiert. Mit dem Optane Memory Modul hat man also tatsächlich deutliche Vorteile und die Differenz zu einer normalen HDD ist in den meisten Fällen echt groß. Man darf natürlich auf keinen Fall vergessen, dass die Optane Memory Module mit wenig Speicherplatz daherkommen. Es gibt lediglich 16 und 32 GB. Das ist bei den meisten Anwendungen und Spielen tatsächlich gar kein Problem, weil der Platz ausreicht und die Auslagerung unwichtiger bzw. nicht benötigter Daten auf die HDD schnell genug und intelligent geschieht, sodass man es größtenteils gar nicht mitkriegt. Aber dennoch kommt man natürlich teilweise
teilweise an Grenzen, wo die Geschwindigkeit dann doch etwas abbaut, weil der schnelle Cache vielleicht voll ist oder die benötigten Daten erst nachgeladen werden müssen. Das bezieht sich allerdings nicht auf die Anwendungen, die man alltäglich bzw. sehr häufig nutzt, und somit ist die Verbesserung alles in allem gut und sehr hoch. Wer sein HDD-System etwas flotter machen will oder einfach die Geschwindigkeit seines Massenspeichers trotz vorhandener SSD anheben möchte und dabei die genannten Anforderungen erfüllt, sollte sich Intel Optane Memory auf jeden Fall mal anschauen. Die entsprechenden Links zur Produktseite, zum Intel Shop und zu Amazon findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Damit sind wir dann am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Nochmal vielen Dank an Intel, dass sie dieses Video ermöglicht haben, und damit möchte ich mich verabschieden. Macht es gut, Leute. Ciao.